Jawohl! Dritter Schädel, Leute, wie geil. Witherfight kann beginnen. Oh yeah. Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Together. Yeah. Und heute, ja, habt ihr das neue Intro gesehen. Außerdem ein neues Thunderbale, oder wie auch immer man das ausspricht. Und dann seht ihr noch was Neues. Einen Shop von mir. Ja. Wie ich dazu gekommen bin, ist eine lange Geschichte. Eigentlich nicht. Hey yo. auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier einen Shop, das gibt nämlich ein neues Gebiet sozusagen. Das heißt Shop Town. Und das war letztes Wochenende, genau. Da konnte man quasi sich quasi eine Nummer oder beziehungsweise einen Block aussuchen. Darauf konnte man dann, wurde dann der Name geschrieben. Und drunter war eine Zahl, an welcher Position man sich aussuchen darf. Welchen Grundstück man haben will. Und ja, dann bin ich eben hierzu gekommen. Ja, letztes Wochenende bin ich dann nicht mehr dazu gekommen, hier recht viel zu bauen. Ich habe nur eben einfach nur ein paar Stufen reingesetzt. Das ist momentan das Einzige, was ich quasi verkauft habe, weil ich sonst eben zu nichts gekommen bin. Ja, wie man zu diesem Shop kommt, zeige ich euch auch natürlich gerne. Gehen wir mal zum Spawn. Es ist jetzt eben ein neues Warp-Schild sozusagen hinzugefügt worden. Einmal wieder hinter. Dann auf der rechten Seite gleich das erste Shop Town. Flup. Und dann erscheint man hier quasi. Hier kann man noch ein paar Werbungen schalten quasi. Und ja, meiner ist eigentlich relativ nah am Spawn, sage ich mal. Ich glaube, das hier ist der von Penn, wenn mich alles täuscht. Und dann einfach hier links. Und dann ist man schon da. Es ist nicht mehr so zentral, aber ja, doch durchaus. Ich habe mir überlegt, wir werden diese Folge unter anderem hier ein bisschen an dem Shop arbeiten. Jetzt kommt erstmal noch ein kleiner Clip, wo das ausgewählt wurde, wer welchen Shopplatz will. Und ich denke mal, danach werden erst noch ein paar andere kleine Videos kommen. Denn letztes Wochenende habe ich noch ein bisschen was anderes bekommen, wie ihr ja auch schon am Anfang gesehen habt, wenn ich es nicht vergessen habe einzuspielen. Auf jeden Fall können wir da ja auch gerne noch hinschauen. Home 1. Dann wisst ihr gleich, was ich meine. Und zwar... Tada! Ich habe einen Beacon Block. Yeah. Und wie es dazu kam... Seht ihr eben, unter anderem jetzt gleich. Viel Spaß!
Da ist das Gebiet wenigstens schön groß. Aber denk dran, dass du, dass du dir ein Schwert mitnimmst mit Looting, ne? Ja, habe ich. Weil es könnte nämlich sein, dass du nämlich dann noch einen rausbekommst. Echt? Gibt's da auch die Wahrscheinlichkeit? Habe ich doch gesagt, schon das letzte Mal. Ja, aber du hast gesagt, die Köpfe, oder? Kann Ja, sein, die dass... Köpfe können noch mal Achso, droppen. okay. Aber kein Stern. Nein, ein Ah, Stern nicht. schade. Aber die Köpfe können eben noch mal droppen. Das finde ich schon geil genug. Ich habe jetzt immer noch einen Kopf in der Hand. Ja, das passiert manchmal. Aber der ist dann weg, oder? Nee. Echt? Nee, Cool. das ist ein Bug. Stirb. Gott, hab ich schlechtes Aiming. Die. Stupid. Es ist aggressiv. Hinter dir! Boah! Final Hit! Schleudert! Ich hab den Stern! Yay! Ja! Dankeschön! Den Kopf habe ich auch noch! Den einen Kopf habe ich auch noch! Ist ja Ja! geil! Na, super, den ganzen Scheiß hier völlig umsonst wieder! Ja! Was ist, wenn du den auf Timoja machst? Ey, Emo hat den in Zungswelt gemacht, ne? Der macht alles kaputt, aber auch alles, ne? Der zerstört jedes kleinste Teil, ne? Ich habe mir bei mir in der Let's Play Welt auch schon mal losgelassen. Der ist da sehr, sehr feinfühlig, was da so Umgebung betrifft. Ja, deswegen ist es am besten, wenn du so in der Let's Play Welt oder so machst, am besten 35.000 Kilometer entfernt. Ich hab's eigentlich da gemacht, wo meine Sandform ist. Hat mir schön zwei Stacks Sand beschert. Ist auch cool. Ja, super. Yeah. Finally. Und Eisen und so habe ich auch schon genug. Ich glaube, ich habe über drei Stacks oder so. Gesehen. Ich habe es schon gesehen. So, in einer Stunde wird Shop Town eröffnet. Muss ich kurz vorher noch ein paar Schilder anbringen. Ich gehe jetzt mal zur Hodenkrebscreme. Irgendwie leckt schon wieder. Jetzt hat es die Kennst du Tür. den? Das ist so ein komischer Heini, ich weiß auch nicht, wer das sein soll. Ich würde ja fast sagen, ein Arschloch, aber. Alter, wie es schon wieder leckt. Das ist wirklich geil. Das ist nur die Frage, wo ich den. Aber hier kannst du dann eben Ups. nicht mehr dich so normal bewegen, ne? Ja, aber da brauche ich ja eh nichts. Option, Video Settings, Partikel. Aus. Ist nur die Frage, wo ich ihn hinstelle. Den Beacon. Ich würde den genau hier hinstellen, so. Hier in die Mitte. Aber dann ist er hier nicht zentral, oder? Ne, hier gibt es keine zentrale Mitte. Nein! Oder? Ne. Nee. Ich weiß es nicht. Es ist immer schwierig, sowas zu machen. Hast du jetzt eigentlich die Elektronik angeschlossen? Nee, noch nicht. Aber das war eine gute Idee hier mit dem. Das habe ich dann, ich habe dann zuerst gesagt, oh mein Gott, wo ich den Anfang gesehen habe, wo du dann überlegen warst, wo du es hin. Dann dachte ich so, oh mein Gott, warte doch wenigstens, bis ich komme. Und dann habe ich dann aber gesehen, dass du es so gemacht hast. Und dann dachte ich auch, nee, das ist schon eine gute Idee. Ja, das Problem ist eben nur, aber weißt du was? Könntest im Endeffekt die Lichtschaltung von dem Badezimmer, ja, hier oben mit der Dusche verbinden. Hab ich doch. Hast du? Ja, natürlich. Ach so! Mir ganz aufgefallen, ja. Warum hast du hier Dreck stehen? Ja, damit ich da hochkomme. Ich muss noch oben die Decke muss ich noch fixen. Und musstest du viel abbauen hier? An Holz? Das ging. Jetzt ist nur die Frage, wo ich den hinbaue.
Ich will ja sowieso mehr Bigens haben. Ich will ja eigentlich alle 5 haben. Aber naja. Weißt es ja selber. Ich werde dann, soll ich deinen Garten hier dann machen noch? Kannst du gerne machen, ja. Musst bloß aufpassen, dass eben nichts. Weil zum Beispiel, wenn du mit Wasser oder sowas machst, dann drunter ist ja gleich die Elektronik zum Beispiel vom. Hau mich tot. Von der Getreidefarm und so. Nicht Was ist das. das hier für ein Loch? Da mit Ach, den Treppen. Schweinefarm. Da muss ich. Da baue ich so ein kleines Dings ins Haus drauf, so ein Gartenhaus. Achso. Ich hatte nämlich überlegt, dass ich dir hier das jetzt noch anpasse mit dem, mit der Erde und mit dem Sand und so. Und dass ich dir dann einen kleinen Teich hier reinbaue, mit einem See, mit einem kleinen Bach, der bis zum See führt. Bis zum großen, weißt du? Und ja. Weißt du, wie ich meine, ne? Jo. Ey, ich kann gerade alles auf dem Boden vom See sehen, ne? Das ist so geil. Mit Nachtvision, Night Vision. Ja. Da geht er auch nicht hin. Okay. Das muss ich mir nochmal überlegen, wo ich den hinsetze. So, her damit, mit dem schönen Beacon. Jetzt haben wir dann bald ein ganzes Familiennest hier drin. Die Fünf-Skowerker ist auch da. Zollstock, verfeidet. Wer immer das da hinten ist. Alle kommen, um mein neues Haus zu bewundern. Mit meinem neuen Beacon. Dein Dienst dann? Ach so. So, und der Shop schaut schon mal ganz anders aus als vorher. Ja, sind aber auch schon 2 bis 3 Stunden vergangen, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ja, nun mittlerweile haben wir ein Hoden-Logo oben drüber. So gut es ging zumindestens. Vor allem beim N, da, naja, Querbalken ist ein bisschen fett geraten, aber wir nennen diese Schriftart einfach mal grotesk und dann passt das schon. Ja, ich habe jetzt mittlerweile die untere Etage komplett befüllt und somit auch zum Verkaufen ausgestattet quasi. Alles, was hier auf der linken Seite ist, befindet sich quasi hier auch auf der linken Seite. Alles, was auf der rechten Seite ist, befindet sich logischerweise auch hier auf der rechten Seite. Denn hier ist es nochmal spiegelverkehrt, sprich einfach in dieser Reihe geht es quasi von hier so rüber. Und ja, von den Preisen her bin ich mir nicht sicher. Ich denke mal, dass ich da hoffentlich schon ein bisschen das Mittelmaß getroffen habe und nicht zu sehr teuer bin und so. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, wenn ihr irgendwie bei was seht, wo ihr denkt, das kauft kein Schwein, dann könnt ihr mal da so ungefähr die aktuellen Marktpreise hinschreiben, wenn ihr Bock habt. Würde mich zumindest sehr freuen. Ja, auf der Seite genauso. Ja, ist jetzt noch nichts Besonderes, was ich hier gerade verkaufe, aber vielleicht doch durchaus für manche interessant. Ich habe jetzt hier noch ein zweites Stockwerk quasi. Da muss ich jetzt aber nochmal Sandstein holen, der ist mir vorher ausgegangen. Und hier würde ich wahrscheinlich auch nochmal reinziehen, eine Schicht, damit ich hier auch wieder Kisten bekomme. Denn ja, ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich quasi verkaufen möchte. Da weiß ich allerdings noch nicht genau, wie ich das dann mache mit den Item Frames. Denn Platz habe ich ja nicht mehr. Oben drüber geht nicht. Und von dem her weiß ich das noch nicht genau, wie ich das mache. Eventuell. Ja, gute Frage, wie ich das mache. Habe ich jetzt noch gar nicht so darüber nachgedacht. Vielleicht verwende ich dann diese Rückseiten hier jeweils für den oberen Stock. Mal schauen. Da fällt mir schon noch was ein und wenn nicht, dann irgendwie geht's schon. Weg mit dem scheiß Erdhaufen. Bock da, braucht keiner. Genau, hier ist momentan noch meine Rumpelkiste drin. Da ist vom Bauen halt alles da. Und ja, ich denke doch, dass der Shop eigentlich ganz in Ordnung ausschaut. Bisschen abstrakt würde ich mal sagen. Aber das waren meine Häuser ja schon immer, das wisst ihr ja. Und von dem her denke ich, kommen wir da schon durchaus in die Norm rein. Genau, ich baue jetzt oben noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich nochmal.
Ja, und da nochmal ein kleiner Zwischenbericht. Ich weiß nicht, aber irgendwie. Also entweder bin ich mit dem Preis zu niedrig oder keine Ahnung. Auf jeden Fall. Stop it! Hoden, Krebs, Creme. Wir machen jetzt das 1 für bei, machen wir. Gehen wir auf 74. Das ist immer noch billiger, als ich sonst kenne. Was war die Nummer? 2 für 6, glaube ich, oder? Muss ich mal nochmal schnell nachschauen. 264. 264. Das ist jetzt aber. Nein! 264. So, dann. So, und jetzt versuchen wir mal da wieder Diamanten reinzutun. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz. Money! Ich habe keine Ahnung, wie viel ich hatte. Auf jeden Fall sind die mit Sicherheit gleich wieder weg. Es ist so krank. Ja. Ich kann nicht mehr. Ich habe nicht mehr viel Diamanten, Mann. Die haben mir den kompletten Shop aufgefressen. Wenn man das so sagen darf. Oh Gott. Oh yeah. Der Shop ist fertig. Soweit eingerichtet und alles aufgebaut. Bis aufs Dach. Aber aufs Dach können wir vorerst mal noch verzichten, würde ich sagen. Bei so einem schönen sonnigen Wettertag ist es einfach unglaublich, was für tolle Wörter ich manchmal erfinde. Ja. Der Shop ist soweit fertig. Ihr habt ja letztes Wochenende dann wahrscheinlich schon das Video gesehen zur Eröffnung sozusagen. Also, wow, hier, guck mal, ein Shop. Ja, das ist quasi jetzt soweit alles gebaut. Vorher, wie ihr jetzt in dem Video vorher, in dem Clip schon mal gesehen habt, sie haben mir unglaublich die Bude eingerissen, was die Diamanten betrifft. Deswegen habe ich jetzt hier mal die Diamanten auf 88 auch erhöht. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die unter 88 natürlich auch sehr lustige Wörter sich da raus reimen. Das hat damit aber rein gar nichts zu tun, sondern einfach nur 90 Timoleons wäre ein bisschen zu viel. Und ihr kennt zum Beispiel wie bei der Tankstelle, ja, es kostet 1, mittlerweile wahrscheinlich schon 1,529 oder so. Dann sieht es aus, als würde es nur 1,52 kosten und nicht 1,53. Genau. Ja, ich habe das hier jetzt nochmal geändert mit den mit den Item-Frames. Hier drin habe ich es gelassen, das bleibt eben so. Und außen ist das, was oben zu kaufen ist. Also, ich denke, eigentlich ganz gut gelöst soweit. Oben Diamant natürlich in der Mitte, ist klar. Haupteinnahmepreis, also ich glaube, heute habe ich so viel Kohle allein durch also Umsatz durch den Diamantenstand hier gemacht. Das ist Wahnsinn. Also, interessant. Habe aber übrigens auch schon wieder über 5000 Euro ausgegeben, haben jetzt einen Warp gekauft und so. Und ja. Genau, hier ist dann eben noch Kohle für die Rückseite von da. Und ja. Um das Dach werden wir uns dann das nächste Mal kümmern, vermute ich mal. Ich werde jetzt für diese Folge nicht mehr so viel Zeit haben. Das heißt, ich beende die Folge jetzt. Und hoffe mal, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich auf jeden Fall. Endlich mal der Shop fertig. War auf jeden Fall wieder lustig mit den ganzen anderen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann habe ich hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zeit und dann können wir uns vollkommen auf das Dach konzentrieren und Shopbefüllung und vielleicht noch ein bisschen umstellen. Und ja, wir brauchen auch noch 4 Beacons, habe ich so in Erinnerung. Also da haben wir schon noch einiges zu tun. Bis dahin melde ich mich vorerst mal ab. Bei hohen Krebskrebs als Servus. Tschaußen.